Im Schatten des Walds, da bin ich ja mal gespannt. Was für ein geiles Game. Richtig, richtig gut. Oh, die Atmosphäre ist schon wieder so genial. Das Dunkle und diese Bäume. Erste Regel zum Überleben: tritt ihn zwischen die Beine. Wäre der Kopf nicht besser? Du bist so ein Weichei. Sch, da ist die Stadtmauer. Was sind das für Leute auf der Brücke? Das sind die Einwohner. Sie werden evakuiert. Lass mich raten, der Biss wütet hier? Genau. Und wo der Biss wütet, ist wer nicht weit? Die Inquisition. Schlaues Mädchen. Die fehlt mir jetzt auch noch, dass sie hier um die Nein. Ecke kommt. Hast du ihn gekannt? Ein Dieb. Wir haben zusammengearbeitet. Er hatte Talent. Das ist also die Strafe fürs Stehlen. Der Tod. Ich will nicht, dass sie Arthur so einen Stock verpassen. Los, gehen wir. Ich knacke das Schloss und dann kümmere ich mich um Arthur. In Ordnung, aber wo genau ist die Universität? Das große Gebäude am anderen Ende der Stadt, nicht zu übersehen. Glaubst du, dass wir uns wiedersehen? Hoffentlich. Du schuldest mir was. Scheiße. Das heißt auch, dass du nicht sterben darfst. Ich tue, was ich kann. Na bitte, mach schon. Ab mit dir. Sehr optimistisch. Viel Glück. Dir auch. Danke. Diese Leute. Sie wissen, dass sie sterben, wenn sie hier bleiben. Aber glaubst du, dass sie aus eigenen Stücken gehen? Los, beweg dich. Wir müssen die letzten von ihnen rausholen. Keine Sorge, wir haben es fast geschafft. Die Stadt gehört uns. Und dann können wir das Ganze etwas beschleunigen. Diese Mistkerle. Was haben die nur vor? Na, ich muss auf jeden Fall hier ein bisschen aufpassen. Die hier schon wieder überall rumlaufen. Wow. Da drüben, das muss die Universität sein. Ja. Das Licht, das gefällt mir ganz und gar nicht. Fettes Gebäude. Gut. Es ist ganz schön weit. Aber ich schaffe das. Also los. Weiß auch gar nicht, ob man sich jetzt schnell bewegen sollte oder lieber ein bisschen langsamer. Bevor wir euch auf euren Ärschen hier rausschleifen. Schon gut! Wir machen nur ein paar Sachen. Was ist es? Was? Hat sich was bewegt, glaube ich. Ich hoffe, er kommt hier nicht rein. Los, verpiss dich. Mach nichts. Oh, alter Schwede. Fängt ja schon wieder so richtig übel an. Vorsicht! Letzter Aufruf! Auf Befehl von Großinquisitor Vitalis wird das Kriegsrecht ausgerufen. Oh Gott, ey. Die Stadt untersteht jetzt der Inquisition. Wer zu bleiben gedenkt, wird verhaftet und hingerichtet. Kriegsrecht? Ich kann's nicht glauben. Warum jetzt? Sagen, da sind die Ratten. Na komm. Und dann die. Oh, die auch noch. Der soll sich verpissen da.
Komm ich hier rein? Ne. So. Übel. Ich habe sogar den, weil das ein Einzeltyp ist, muss ich den wahrscheinlich sogar bekämpfen. So, was war denn das? Er schafft eine starke Lichtquelle. So, Moon. Aber so ein Mund muss ich wahrscheinlich erstmal herstellen, ne? Ja. Zwingt Gegner, die am Kopf getroffen wurden, ihre Helme abzunehmen. Das ist gut. Stein haben wir. Sehr gut. So, und dann haben wir ja hier entzündete Glut. Dann brauchen wir ja hier nochmal ein bisschen was, damit wir hier durchkommen. Jetzt muss der Stock verbrennen und dann können wir hier rüber. Super. Wäre doch ein bisschen weiter gekommen, als ich dachte. Scheiße. Wie soll man bei all den Ratten hier in Ruhe die Sachen durchstöbern? Oh, die werfen eine Speer, scheiße. Naja, wäre nicht der letzte Kontrollpunkt, den wir wahrscheinlich noch brauchen. Ich kann sicher nicht enden. Wo kommt das her? Deine Dummheit wird teuer bezahlen. Na, wen haben wir denn da? Ah, scheiße. Aber so funktioniert es auf jeden Fall. Das gleich haben wir's. Gleich haben wir's. So. Scheiße. Wie soll man bei all. So, der wird von der Ratte gefressen. Ihr da!
das war aber wieder knappe Geschichte. So, Steine habe ich. Von dem nehme ich auch mal ordentlich was mit. Hier ist noch was zu lesen. Super. Solange hier Licht ist, passiert mir ja auch nichts. So, eingesammelt. Ich glaube, wir sind bald da an der Universität. Das wäre natürlich super. Wir müssen weg, wenn die Inquisition uns schnappt. Scheiße! Beraten! Lass uns doch hier! Wir kommen später wieder! Ist das überall so? Ja, das mit den Ratten und der Inquisition ist nicht normal. Ich habe so das Gefühl, die haben die heraufbeschworen. Immerhin lebe ich noch. Bleib da und sei ruhig. Was ist da los? Nein, das ist mein Mann. Das war dein Mann. Für den ist es aus, also verzieh dich. Nicht allein. Ich kann doch nicht ohne ihn gehen. Halt's Maul. Ich kann nicht. Von Kriegsrecht gehört. Ich kann nicht eingreifen. Oh mein Gott. Ich bin ansteckend. Geh fort von hier. Hör auf ihn. Verzieh dich. Sofort. Oh Herr, Herr. Oh, ich bin diesen Scheiß so leid. Hätte mir das mal vorher einer gesagt. Oh Gott. Ich hab doch hier diese... Ich muss die Ratten beschäftigt halten. Scheiße, da fehlt mir noch was. Ja, das war doch... Bleib da. Der Gehängte. Wenn ich ihn da runterhole... Tut mir leid. Hey, ist der Gehängte hin? Oh nein! Ah, da kam also der Lärm her. Und diese verfluchten Ratten haben sich schon auf ihn gestürzt. Egal, es muss doch etwas geben, das sich für mich lohnt. Oh, wann nimmt das endlich ein Ende? Gerichtet. Alter Schwede, ey, das ist ja heftig. Mann, Mann, Mann. Warum habt ihr das getan? Er war ein guter Junge. Dein Sohn ist hier, weil er Befehle missachtet hat. Er hatte Angst und ist weggelaufen. Wir wollten gerade losziehen. Das reicht. Siehst du die Toten da? Das nennt man Disziplin. Aber da sind zu viele Ratten. Ich muss sie ablenken, wenn ich da durch will. Ist denn hier wieder irgendeiner?
mich runterschießen kann? Scheißratten, ey. Kann ich hier rüber? Ist hier irgendwo noch einer? Ja. Hier schon wieder, oder nicht? Ist nicht zu sehen. Na gut. Ich hoffe, dass ich an dem vorbeikomme. Naja, ich glaube, den mache ich mal platt. Scheiße. Ich hab gedacht, ich schaff das. Okay, dann beim nächsten Mal. Ja. Ja. Da ist Ruhe im Karton. Zünden wir da erstmal die Fackel an. Dann können wir hier nämlich hoch. Da ist noch ein. Das ist hier. Ist nichts. Okay, der hatte auch nur Steine. So, jetzt die Frage, wo wir hin müssen. Hier geht's ja nicht mehr weiter. Hier gibt's die. Die Frage, müssen wir da rein, oder? Okay, wir haben ja. Wir wissen's ja nicht, und deswegen gehen wir jetzt auch mal hier lang. Gesundheit. Gesundheit. So,
können ja hier nochmal lang gehen. Was ist da unter... Oh, nicht hinsehen. Nicht hinsehen. Ich muss an meinem Glauben festhalten. An meinem Glauben festhalten. Denk an die Schriften. Ad ignem, ad lucem. Okay. Hier können wir nochmal was entzünden. Ja, toll. Die Stöcker sind da. Die Frage links lang. Ja, hier geht's ja nicht mehr lang. Okay. Oh, geschafft. Oh ja, oh, super. Den Gestank werde ich nie vergessen. Ja. Das Einzige, was nicht gibt, ist ein Geruchsspiel. Aber gut. Das Spiel an sich ist echt so mega geil. Oh. Ich glaube, ich stelle auch gleich nochmal ein paar Sachen her hier. Ja, dazu fehlt was, dazu fehlt auch was. Die Universität. Na bitte. Weiter. Geil. Er liegt auf dem Weg. Willst du wirklich da lang, Amicia? Verschlossen. Wenn Melly jetzt hier wäre. Hier muss es doch noch einen anderen Eingang geben. Hm. Ich muss die Inquisition hier aufgestellt haben. Sieht aus, als könnte man sie drehen. Nicht schlecht. Der Großinquisitor macht eben keine halben Sachen. Ja, der kennt sich ja aus. Ja. Oh, ich würde mich ja freuen, wenn wir hier nochmal wieder was herstellen können. Mensch, wir sammeln immer so viele schöne Sachen ein. Da fehlt was. Okay. Komm schon, Kumpel, nur ein paar Münzen. Oh, nein. Du hast doch irgendwas dabei, was Wertvolles. Wir haben doch alle unsere kleinen Schätze. Los, Amicia, tu was. Los. Ah. Hey, was zum... Das wird dich lehren. Perfekt.
Die würden aber gerne an mir rumknabbern. Wow, was sammeln die denn da an? Magister, das Episanguis. Mal sehen. Perfekt. Darf ich fragen, wir wissen, dass es von den Ratten kommt. Doch wozu dient es? Das nennen wir Odorus. Oh. Das ist nur einer der Effekte des Episanguis, wenn man es mit Sulfur mischt. Aber daran hegen wir kein Interesse. Warum nutzen unsere Leute es dann nicht? Hm? Es könnte... Es ist zu wertvoll. Alle Episanguis-Kristalle sind unserem Projekt vorbehalten. Insbesondere, da es in dieser Form die Ursache war für, nennen wir es, bedauerliche Unfälle. Oh. Bringt es in die Bastion. Das ist genug für heute. Bedauerliche Unfälle? Wenn du es über deinen Füßen verschüttest, kannst du auf dem Hintern Patrouille laufen. Episanguis? Was ist das? Das muss ich mir ansehen. Sie sind weg. Dann los. Es ist nur ein Friedhof. Sieh mal einer an. Warum seid ihr so aufgeregt? Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Jetzt muss ich das nur noch vermahlen. Ja. Und hier aus der Grube raus. Wir sind hier Stöcker, oder? Er schafft stark, dass er die Ratten eliminiert. Hm. Toll, jetzt bin ich hier in der Grube und komme nicht mehr raus, oder wie? Kannst jetzt Odors herstellen? Ach so, alles klar. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, so. Das hier ist für dich. Es klappt. Das wird mir das Leben retten. Ich muss mehr davon finden. Denk dran, die Wirkung hält nicht sehr lange an. Ja, aber super. Haben wir wieder ein bisschen was, wo wir die Ratten mit bekämpfen können. Zumindest für eine kurze Zeit, aber das ist doch schon mal super. Ach, noch mehr Tote. Ach ja, hier war ja dicht, ne? Hier kam ich ja von der anderen Seite. Hey! Was soll das denn? Warum kommen die denn auf einmal so leicht ins Licht? Die bescheuert? Also das ist Episanguis. Gut. Episanguis und Schwefel. Dann probieren wir es mal aus. Lukas, das hier ist für dich. Es klappt. Das wird mir das Leben retten.
Ich muss mehr davon finden. Die Wirkung hält nicht so lange an. Da wird Futter wahrscheinlich dieselbe Wirkung haben. Verschlossen. Da drüben scheint der Ausgang zu sein. Los, es ist nicht mehr weit. Der Boden ist weggebrochen. Ich brauche etwas, an dem ich mich hochziehen kann. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich darin hochklettern. Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Ah, Scheiße. Ah, Mann. Okay, das hätte ich mir schon fast denken können. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich daran hochklettern. Odorus wird sie nicht lange zurückhalten. Ich muss sie ein für alle Mal festnageln. Scheiße. Okay, dann muss ich wahrscheinlich nochmal ein zweites dann herstellen. Ein Karren. Wenn ich ihn da runterhole, könnte ich darin hochklettern. Gut. Hoffentlich bewegt sich das Ding noch. Oh, jetzt schnell ins Licht. Frage ist, wo will sie denn hin? Also, wo will sie denn hochklettern?
Oh nein! Das war äußerst diskret. Gut, nur noch etwas weiter. Okay, dann haben wir es ja doch gefunden. Super. Ich habe erst gar nicht gewusst, wo sie lang möchte. Na bitte, es geht doch. Du schaffst das. So, das stellen wir erstmal hier nochmal her. Das hat uns echt auf den Arsch gerettet. Jetzt haben wir so viel eingesammelt. Jetzt müssten wir noch langsam mal unsere Ausrüstung verbessern können. Mein Gott, was ist hier passiert? Ich bin fast da. Wehe, dein Buch ist nicht hier, Lukas. Sie haben sie abgeschlachtet. Die Ratten. Übel. Sie haben die Ratten losgelassen. Helf! Ich kann nichts tun. Kaum zu glauben, sie haben die Ratten auf die Kranken gehetzt. Rumgequieke. Das Odorus. Ich könnte es versuchen. Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quieken, glaubt mir. Die machen Hackfleisch aus euch. Was ist das? Ein kleiner Stein? Dafür werdet ihr bezahlen. Ah, scheiße. Habe ich keine Steine mehr gehabt oder warum hat sie den nicht geschleudert? Das ist ja merkwürdig. So. Sammeln wir hier nochmal ein. Ihr miesen Biester. Verdammtes Rumgequieke. Was habt ihr euch so Wichtiges zu erzählen? Sobald ihr drüben in der Bastion seid, geben sie euch einen Grund zu quieken, glaubt mir. Das Odo. Unglaublich. Wo ist denn das? Oh, Ruhe. Es hat funktioniert. Oh nein, jetzt kommen die Ratten an, oder was? Aber die sind doch die ganze Zeit da nicht in die Richtung gelaufen. Was soll das denn? So, same procedure as every year. Hey, wir verstecken uns also. So, wie man sieht, sind da die Ratten. Dann kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst.
runter! Schau nur! Das wird ein Spaß! Na, ja. Das musste ja sein. Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Also ein Arschloch. Aber keine Sorge. Okay, dann muss sie schneller sein. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Ach halt, hier gibt's noch was einzusammeln. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja. Ja, hab ich euch. So geht es also nicht. Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Dieses Geräusch. Was war das? Rein. Was? Was ist das? Hey! Sind wir nicht gerade wipperlich? Das ist ja ein Scheißpunkt. Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. Und versuch's so nochmal. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden. Oh! Hey, schwer zu sagen, was es ist von hier aus. Ja, es kommt, wird euch nicht gefallen. Hey! Wilhelm tut es nicht so weh. Oh Mann. Wäre ich schneller gewesen, hätte ich das geschafft. Weil es für dich zu spät ist, das nennt man Barmherzigkeit. So. Aber keine Sorge. Na, alle anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. So, komm. Seid ihr langsam zu dumm? Ha! Hab ich euch doch noch erwischt. Da gab's auch noch ein anderes, was die Gegner so aus der Nähe gleich lautlos tötet. Okay, das haben wir auch nicht. Die anderen werden bald gerettet. Hey, wirf sie nicht ständig ins Wasser. Sie treiben alle zur anderen Seite rüber. Bei dem Gestank kann man so langsam keine Patrouille mehr durchschicken. Tja, du hast Glück, dass du überhaupt noch was riechst. Könnte die Ratten von der Brücke weglocken. Na dann. Irgendwie vom Licht weglocken. Was? Ja. Komm. Ich bin mir
mir sicher, dass ich etwas gehört habe. Oh, das nenne ich ja mal eine geile Idee. Warum sind sie noch hier? Das Ibisango ist die Käfige? Das ist keine gewöhnliche Evakuierung. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Ist die Frage, sind wir hier richtig? Das ist einer dieser Karren der Alchemisten. Da findet sich bestimmt was Nützliches. Jetzt auch nicht. Oh Mann, schade, schade. Aber man kann es ja mal versuchen. Alle krank, wenn wir weiter hier bleiben. Wir stecken uns alle gegenseitig an, auch den Großinquisitor. Und dann wird niemand mehr da sein. Halt endlich dein Maul und hör auf, rumzuheulen. Ich will von dir kein Wort mehr hören. Verstanden? Ah, den habe ich auch geschafft, alles klar. Super, hätte ich gar nicht gedacht. Aber beide. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Hier ist auch noch was zum Einsammeln, super. Achso, was denn hiermit? Super. Hey, du. Gib doch mal wieder Hilfsmittel. In mir drin. Was soll ich tun? Ich. Was weiß ich? Wasser. Oh, oh nein, trink das nicht. Das ist ein Albtraum. Los. Oh, die armen Menschen. Ne? Alle krank. Die Universität muss ganz in der Nähe sein. Jo, da hinten ist sie. Vitalis. Der Kerl, der meinen Vater getötet hat, steht in deinen Diensten. Sein Blut klebt also auch an deinen Händen.
Das wird jetzt hier nochmal schwierig. Obwohl das geht. Oh, was ist das da drüben? Alarm! Ach, immer wieder das. Okay, nochmal. Ich brauche hier Hilfe! Jemand schießt auf mich! Ich sehe hier drüben. Hier! Schnappt sie! Das reicht! Durchsucht alles! Okay, das funktioniert schon mal wieder nicht. Also ich hab's ja wieder mit dieser Hauruck-Aktion, Hauruck-Taktik versucht. Also. Ich sehe nach. Augen offen halten. Hä? Hier rüber! Wir haben Besucher! Ich kann nicht sehen, was es war. Jetzt! Es ist vorbei! Mir bitte folgt. Was zum Teufel machen die da? Hier das! Ich sehe mal nach. Was jetzt kommt, wird euch. Oh Gott. Okay, aber das war ein langer Überlebensrun, muss man schon sagen. So, versuchen wir es nochmal. Vielleicht ist es ja auch besser, wenn wir hier mal lang gehen. War auch scheiße. Wir gehen trotzdem mal hier unten lang. Also hier links. Gab es ein Geräusch. Ich sehe nach. Ausschau halten. Die Umgebung ist ruhig. Natürlich. Jo, ich hoffe, dass er sich da jetzt auch verpisst. Aber das andere Typ macht mir da hinten noch Sorgen.
was hier mal? Vergiss es. Was? Vergiss es. Ah. Hey. Hä? Ich kann nicht sehen, was es war. Ich hätte schwören können. Los, nicht bewegen. Na, das war wohl falscher Alarm. Boah. Was? Was war das? Ich seh mal nach. Hey, ihr da! Werdet euch mal Nieren einprügeln. Das seh ich mir genauer. Oh Mann, ey. Alter, wie willst du denn da durchkommen? Ey, das gibt's doch nicht. Ich bin ja am Verzweifeln hier, ey. Platzt gleich der Arsch. Was ist denn da los? Wie soll ich die denn hier ablenken? Hast du das auch gehört? Ich bin gleich wieder da. Denk an die toten Winkel, wie in der Ausbildung. So, er guckt, aber er guckt. Hab's mir schon gedacht. Hier, Eindringlinge! Ne. Hier könnte man es versuchen. Was ist es? Da hat sich was bewegt, glaube ich. Nein, nichts. Gar nichts. So, wie kriege ich den Typen hier abgelenkt? Geräusch. Das kam von da drüben, oder? Nein. Hey, was war das? Ich kriege aus. Wartet's nur ab. Das sehe ich mir genauer an. Das ist aber kein Problem. Die Stelle muss er schon 100 Mal spielen. So, aber der Ehrgeiz ist geweckt. Ich will's ja schaffen.
sein, dass das eine Schleuder war. Wir stehen unter Beschuss. Weit können Sie nicht sein. Ich sehe mal hier drüben nach. Kommt, Männer! Wir haben hier Eindringlinge! Nö. Vergiss es! Oh, schwer zu sagen, was es... Ich habe jemanden gefunden! Kommt her! Ihr habt auch nichts gesehen? Da drüben! Ich brauche Ihre Hilfe! Ich kann nicht sehen, was es ist. Ihr müsst nicht bewegen! Ich mach's kurz und schmerzlos! Scheiße! Was zum Teufel machen die da? Ich bin sicher, da drüben hat sich was bewegt. Was ist das? Eindringlinge! Hier drüben! Jetzt haben wir bereits den Rücken gekehrt. Der Mann ist ein Heiliger. Ein Heiliger! Ich habe nur eine Idee. Mal gucken, meistens sind das ja die Besten dann. Ich hab was gehört. Na gut, aber keine Nummer. Hab jemand gefunden? Hey! Ne, den kann ich irgendwie nicht ablenken, warum auch immer. Also muss ich einen anderen Weg finden. Komisches Geräusch. Ach, nichts. Ich hab was gehört. Jetzt kommen wir gleich wieder. Hey, ihr da! Ich werde euch Manieren einprügeln. Ja, endlich! Scheiße, mir bitte. Ich dachte wirklich, ich... Was zum Teufel machen die da? Reg dich ab. Sie sind alle etwas abgehoben, aber immerhin können sie lesen. Deswegen müssen sie sich nicht wie Arschlöcher aufführen. Übrigens, einer von denen sagte, dass es Vitalis nicht sonderlich gut... Okay, wir haben es geschafft. Wir müssen für ihn beten. Der Großinquisitor soll ziemlich krank aussehen, aber jetzt... Wie viele Ketzer haben ihm bereits den Rücken gekehrt? Los, komm, komm. Ein Heiliger, Bruder. Ein Heiliger. Siehst nichts mehr und jetzt bleibt er auf der Stelle stehen. Super. Na dann. Scheiße, wie soll ich daran vorbeikommen? Oder soll ich lieber versuchen, hier rein lang zu kommen? Ja. Das war die bessere Idee. Wow, wir haben es geschafft. Ich bin begeistert.